Eigentlich sieht ein Ausflug bei den Syrern genauso aus wie bei den Deutschen. Bis auf die Musik und die Brotzeit. Naja, und statt der Tageszeitung werden hier Verben studiert. Sehr löblich bedenkt man den Zeitpunkt. Sonntagmorgen 8 Uhr, das ist schon für viele Deutsche ein Unding, aber für Syrer noch viel mehr. Trotzdem war jeder der 22 Teilnehmer pünktlich. Das wundert mich. Wahrscheinlich haben alle gemeint, dass das ein Linienbus ist. Wenn es darum geht, zum Bahnhof zu gehen, zum Flughafen oder zu einem Linienbus, da sind sie alle sehr, sehr pünktlich. Ne? Aber sonst heißt es Inshallah Bukra. Das bedeutet so viel wie hoffentlich morgen. Aber diesen Ausflug in das Salzbergwerk Berchtesgaden und zum Königssee wollte sich einfach keiner entgehen lassen. Egal, wo die Syrer hinkommen, man hört, dass sie da sind. Auch jetzt im Salzbergwerk drin waren die auch ziemlich laut. Ich hoffe, dass einige der Gäste, die dabei waren, sich nicht dran gestört haben. Das gefällt nicht jeder. Weil manchmal stören wir die anderen, ne? Aber wir haben immer Spaß dran, wenn wir zum Beispiel singen oder schreien oder so ein bisschen laut lachen. Die müssen auch lernen. Ich glaube, meine Meinung, weil ich kenne nicht meinen Nachbarn. Zum Beispiel, ich wohne in München und ich kenne nicht meinen Nachbarn. Mein Nachbar wohnt einen Meter, zwischen uns einen Meter. Und ich kenne ihn und er kennt mich, und mich nicht. Zum Beispiel bei uns gibt es ein Sprichwort, ich kenne den 7. Nachbar. Und da sind wir alles durch Kontakte. Weil in Deutschland oder in München ist es ein bisschen schwierig. Oder die müssen die Leute ein bisschen für sich selber auch reinkommen, mit Menschen unterhalten, nicht nur Arbeit, nicht nur so. Auch ein bisschen Kontakt. Das Panorama hat die Gruppe dann doch für ein paar Momente ruhig werden lassen. Nur der Bläser und sein Echo waren zu hören. Das Ort hier ist, das ist einfach viel zu schön. Ich habe relativ viele Bilder gemacht, also obwohl ich normalerweise keine Bilder mache. Aber ja, das Ort ist einfach viel zu schön. Die Landschaft ist anders wie bei uns, weil hier ist, es gibt keinen schönen Blick. Da kannst du deine Psycho, wenn du etwas Psycho hast oder Probleme hast, dann kannst du hier alles loswerfen. In Bayern gefällt mir, die Menschen sind sehr nett und es gibt natürlich manche Menschen nicht nett. In jedes Land ist so. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Aber in Bayern finde ich, die Menschen sind sehr nett. Der Bläser erzählt der Gruppe die Legende der Watzmann-Familie, die zu Stein wurde. Besonders für Ahmad ist das ein Highlight. Am besten die Mann, die Führer, die Stadtführer. Der hat die Stadtführer, sagt man, oder die Führer. Der hat so auf Bayerisch gesprochen und hat gesagt, ja. Ich kann nicht ein bisschen verstehen, Bayerisch, aber ich muss auch Bayerisch lernen. Also, Ahmad möchte gerne Bayerisch lernen. Die anderen Jungs haben auch schon einen Plan. Sie wollen mehr von Deutschland sehen. Jetzt, ich will alle Bayern, diese Bayern besuchen. Und danach jede Bundesland auch allein besuchen und kennenlernen. Ja, ich will das Land also kennenlernen. Hamburg muss ich gerne dahin, aber das kriegen wir hin, irgendwann vielleicht. Ja, irgendwann vielleicht, wenn ich einen Urlaub von meiner Ausbildung kriege, dann fahre ich dahin. Manchmal muss man seine eigene Heimat durch die Augen anderer betrachten. Sie erinnern einen nämlich daran, wie schön sie ist.